Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Assassin's Creed 4 Black Flag. Ich bin Ang, wir sind Edward Kenway und wir haben ja eine Seeschlachtmission. Und schau mal, was wir jetzt hier so. Wir sollten an einen Ort eines Hinterhaltes reisen und anscheinend einschiffen. Die Herkules entern, toll. Ist nur doof, dass wir gerade so richtig gar nichts an Zeug haben. Retten. Sind bereit, Sir. Feuer! Wir präsentieren sich uns. Das Feuer! Wir bezahlen, wenn wir sie entern können. Feuer! Der Treffer könnte sich auf den Grund. So, entern wir die Kleine. Ah, nur Rum und Zucker, schade. Okay, rüber. Wow. Zum Glück ist hier unten nur Wasser. Vielleicht schafft es ja auch irgendeiner meiner Kuma hier irgendjemand zu töten. Muss ich wieder erledigen, hier irgendwelche Leute abknallen. Tja. Können wir ruhig in die Flotte aufnehmen, wir haben gerade ein bisschen Platz. Ein Schiff mehr schadet nicht. So, Mission beendet. Bam. Das war schon. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser. Ist hier irgendwo ein Dings? Nee, ich sehe keinen Konvoi in der Nähe. Und was willst du? Master Kid sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Die nicht weit weg lag. Der Halbinsel Yucat. Kannst du ihm denn vertrauen? Na, das sind wir wenigstens noch gleich da. Sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mir schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Da ist ein Inka-Tempel. Ich setze Kurs auf Tulum. Sollten wir da sein. Nichts ist wahr. Und alles ist erlaubt. Ladebalken. Truhe. Fängt gut an. Eine von 7 Truhen auf Tulum. Gut. Zum Glück haben wir so überhaupt keine Übersicht von der Insel. Aber wir gehen hier einfach mal hoch. Assistieren bewusstlos schlagen. 3. Okay, keinen offenen Konflikt auslösen. Okay. Das stand aber nirgends. Das wird gemein. Und vor allem war es gemein, dass sie sich verstehen und da unterhalten haben.
Hey du. Leise. Ich will doch keine Aufmerksamkeit erregen. Synchronisieren. Diese Schiffmasten immer hier an Land landen. Und nicht umkippen oder noch so stehen bleiben. Ja, die Jackdaw fällt auch überhaupt nicht auf da vorne. Nein, nein, das sieht niemand. Eins Schnellreiseziel freigeschaltet. Hey, Baby. Hey, Baby. Schnell, verstecken wir uns im Schilf. Na! Mach Bubu. Mach da Bubu. Bombs. So, zwei Truppen noch. Weiter, 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 weiter. Ist klar. Nein! Weil ich an der Ecke hängen geblieben bin. Okay. Okay. Das war gar nicht so gut. Okay, das war irgendwie ein bisschen doof alles. Egal, was ich gemacht habe, das war gerade richtig falsch. Wir müssen uns die Situation einmal kurz aus der Ferne ansehen und die Lage überprüfen. Vielleicht sollte ich da lang gehen. Sehr gut. So, der geht weg. Jetzt haben wir nur noch die zwei Ladies hier. Gut, nur die eine hat mich beachtet. Na komm, 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 komm.
So, als nächstes holen wir ihn. Na, hörst du Stimmen? Okay. So. Eine Truhe fehlt, glaube ich, noch fürs Missionsziel, oder? Ja. Vergesst immer das Radlauge zu verwenden. Bin gar nicht hier. Mm-mm. Oh Gott, hier kein Gesicht. Oh Gott, sie ist ein Geist. Fuck! Ich hätte doch ins Grüne gehen sollen. Ich weiß seinen Ärger. Jetzt muss ich wahrscheinlich den ganzen Weg normal laufen. Mato. Ja, alles normal. Wieder zu unvorsichtig gewesen. Ich Doofchen. Don't look at me. Wow. Was eine Schnarchnase. Die hat sich bestimmt auch gut. Oh, die legt sich nur in das Grüne. Und macht eine Pause. Gut Nächtle. Schnauze. So. Einfach auch umgenockt. Völlig plump aus dem Busch. Bam. Hol sie rein, hol sie rein, hol sie rein. Sehr gut. Huch, ein Pfeifen. Was kann das nur gewesen sein? Hm, kommt bestimmt aus diesem Busch. Oh, ein Mann. Oh, er erwürgt mich ein bisschen. Uiuiui, ist das gemein. Ich Idiot. Naja, dafür sind die oben ja eh alle schon mal K.O.
Bleib bloß liegen. Sorry. Okay. Habe ich noch irgendwo vorher eine Truhe? Nicht in meiner Nähe. Schade. Yes, es geht. Da hast du. Wir sind an etwas dran. Ich spüre es. Captain Kenway? Wo ist der Assassine, Duncan Walpole? Tot und begraben. Nachdem er mich umbringen wollte. Wir betrauern seinen Tod bestimmt nicht. Doch ihr wart es, der seinen letzten Betrug vollendete. Warum? Mir ging es nur ums Geld. Soll mich das etwa besänftigen? Ihr tötetet unsere Brüder und Schwestern in Havanna. Er hat den Sinn, Mentor. James sagte mir, ihr hättet mit den Templern paktiert. Saht ihr den Mann, den sie den Weisen nennen? Ei. Würdet ihr sein Gesicht erkennen, falls ihr es wieder seht? Ich schätze schon. Ich muss sicher sein. Kein Wort. Komm mit. Ja, irgendwie haben wir die letzte Schatzkiste nicht gefunden auf dem Weg. Und wir haben auch ein bisschen auch verkackt auf dem Weg hierher. Hupsa, passiert. Aber was soll man sagen? Du hast mich heimtückisch in diese Lage gebracht, Kid. Was um alles in der Welt war das für ein Witzbold? Atabai, ein Assassine. Und mein Mentor. Dann ist das alles so eine Art Religion? Wir Assassinen folgen einem Credo, ei. Doch es gebietet uns nicht, was wir tun und lassen sollen. Nur weise zu sein. Oh, erzähl davon. Das würde ich gern hören. Nichts ist wahr. Alles ist tot. Weil sie so langsam war. Du hast mich heimtückisch in diese Lage gebracht, Kid. Was um alles in der Welt war das für ein Witzbold? Atabai. Ein Assassine. Und mein Mentor. Dann ist das alles so eine Art Religion? Wir Assassinen folgen einem Credo, ei. Doch es gebietet uns nicht, was wir tun und lassen sollen. Nur weise zu sein. Oh, erzähl davon. Das würde ich gern hören. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das einzig sichere in dieser Welt. Alles ist erlaubt. Das hört sich doch gut an. Denken, was ich will und handeln, wie ich will. Du plapperst sie nach, doch du begreifst... Ah! Du begreifst sie nicht. Der Weg voraus ist blockiert. Das ist eine Tür, denke ich. Ei. Und es muss einen Weg geben, sie zu öffnen. Ein Mechanismus. Die Blöcke da oben. Versuch sie zu bewegen. Klar, die riesigen Steindinger. Was wart ihr es, die die Templer gejagt haben, hä? Bis du kamst und alles verbockt hast, haben wir sie gejagt. Wir hatten sie am Schlafittchen. Doch nun haben sie die Oberhand. Der Türmechanismus funktioniert nicht. Suchen wir einen anderen Weg.
Folge mir, Mann! Spring! Okay, wenn sie das sagt. Okay, Atemluft geht mir auch so langsam, aber es ist ja nicht so weit. Bekommst du noch Luft, hä? Genug, um dich zu verfluchen, Kid. Und ab geht's. Ei. Wo? Okay. Das muss ein sehr wertvoller Schatz sein. Ein Schatz. Richtig. Was immer am Ende dieses Weges wartet, ist hoffentlich die Mühe wert. Das hängt wohl von dir ab. Wie das? Was ich dir zeigen möchte, könnte dir den Kopf verdrehen. Ich kann nur hoffen, dass du den Schock verkraftest. Ich komme schon zurecht. Okay, Kid läuft nicht weiter, dann gehe ich halt alleine. Oh, nicht hoch? Doch, hoch. Hopp, hopp. Nee. Fledermäuse. Hopp, hopp. Und, ja. Wozu Treppen gehen, wenn man auch so nach oben kommt? Mhm. Das ist alles? Der große Preis, den ich für deinen Mentor ansehen soll? Sieht nicht aus wie der Mann, den sie den Weisen nennen. Tut mir leid. Hey, spring nicht gleich aus dem Hemd. Ein Rätsel müssen wir noch lösen. Diese Statuen sind wie die von vorhin. Jedoch mit eingravierten Bildern. Auf dem Boden sind auch Bilder eingraviert, aber nicht dieselben. Dann muss es eine Verbindung geben. Aber nicht. Ja, ich löse das schon hier, Lady. So, jetzt die grüne Nummer runter. Minimal. Ah, die einen sind Raubtiere, die anderen Beute. Welches Raubtier passt zu welcher Beute? Das ist die Frage. Man könnte auch einfach sich an den Farben orientieren. Ja, das ist die Verbindung. Das Raubtier zur jeweiligen Beute. So, alle positioniert. Kurz die Kameraden runterziehen. So, Fratze Nummer 3 fehlt noch. Hinab mit dir, Schnibbeli. Schnibbeli-Face-Bratze. Glück, Glück. Mein Gott, das ist der Weise. Doch dieses Ding muss hunderte von Jahren alt sein. Viel älter. Ist er es, sicher? Ei. Deine Augen verraten ihn. Sagten die Templer, wozu sie den Weisen brauchen? Sie füllten etwas von seinem Blut in ein Glasgefäß. So wie dieses hier? Ei. Sie wollten ihn auch wegen des Observatoriums befragen, doch er entkam. Wir sind fertig hier. Okay. Das ist äußerst interessant mit diesem Schädel.
zum Teufel war das da hinten? Jim! Schweig! Die Statue in diesem Tempel. War das der Mann, den ihr in Havanna saht? Aus dem Gesicht geschnitten. Dann wurde ein weiterer Weiser gefunden. Der Wettlauf um das Observatorium beginnt von Neuem. Flüstern wir deshalb? Das ist nur eure Schuld, Captain Canway. Die Karten, die ihr den Templern verkauft habt, flüchten sie direkt zu uns. Und nun wissen die Agenten zweier Reiche, wo genau wir operieren. Überlasst das mir, Mentor. Sie haben auch Edwards Crew gefangen. Ich frage mich, was ihm ihre Leben wert sind. Nimm dies. Erregt keine Aufmerksamkeit und kostet weniger Leben. Eine Pusterohr. Blasrohr. Jetzt kannst du dein Blasrohr ausprobieren. Schnell. Leise und effektiv, nicht? Okay, ich kann noch was upgraden. Machen wir es kurz. Edward Upgrades. Herstellen. Oder auch nicht. Muss er wohl, oder nicht? Wo haben die Spanier es sonst her? Ich dachte, die graben danach. In der Navy, doch ich fand ein besseres Leben unter schwarzer Flagge. Könntest du auch, Freund. So, Nummer 1 befreit. Soldaten kamen mit diesem Sklavenhändler Lawrence Prinz persönlich. Was haben wir da vorne? Hab Dank, aber gerne. Keine Vergehen. Schlaf treten, wir töten sie ja nicht. Einfach schön in die Säcke treten, dann wachen sie wieder auf. Das ist total logisch. Wenn man hinten voll in den Sack tritt, dann schläft er tief und fest. Wer kennt das nicht? Wenn man jemand in die Eier tritt, dann werde ich schlagartig müde und mach Eier. Ohne Eier. Thank you.
Pfui, da ist Blut. Holen Sie die Pest, dieser Sklaventreiber. Na, hoch hier. Da oben ist nämlich nur eine Truhe. Die lassen wir nicht zurück, wenn wir schon mal hier auf der Ecke sind. Hier durch, okay. Oh, halb vergraben das Ding. So, Schlafverheilnummer habe ich auch erledigt. Sehr gute Herausforderung auch beendet. Vielleicht danke ich dir später, wenn du es schaffst zu überleben. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Einfach drei von den Leuten erschossen. Überhaupt nicht cool. Wenn ihr doch nur wüsstet, was euch bevorsteht. Ihr würdet einpacken und wegrennen. Oh, Adivale. Vielen Dank, Bruder. Danke sehr. Gern geschehen. So, da oben auf dem Turm war aber noch einer. Den befreien wir auch mal eben. Da ist die Leiter. Mist. Was für ein Schlamassel, hm? Ja, wir hatten schon Schlimmeres.
einer, der das ist. Was für ein Sauertopf das ist. Vara Shimbal Bechumbeel, Echbektil, Abinchi Balba, Akbaten. Ist es Güte, die dich antreibt, oder Schuld? Ein bisschen von beiden. Wer ist da? Siehst du diesen räudigen Hund? Ein Sklavenhändler namens Laurens Prinz. Er lebt wie ein König auf Jamaika. Der Bastard ist seit Jahren ein Ziel. Verdammt, fast hatten wir ihn. Bei Gott, dein Orden ist ein fröhlicher Haufen. Gerunzelte Stirn und finstere Blicke. Captain Kenway, ihr habt besondere Talente. Danke, Freund. So bin ich halt. Ihr seid grob und arrogant. Stolziert herum in einer Uniform, die ihr nicht verdient. Alles ist erlaubt. Ist das nicht euer Motto? Ich spreche euch von euren Fehlern in Havanna frei. Jedoch seid ihr nicht willkommen hier. Schade, Mann. Wünscht es, wenn nicht so. Freunde haben wir uns hier nicht gemacht. Das ist natürlich ärgerlich. Lustigen Haufen Freunde hast du da. Du verdienst Strenge, Edward. Stolzierst herum wie einer von uns und bringst unserer Sache Schande. Und was ist das? Eure Sache? Einfach gesagt, wir töten Menschen. Templer und deren Kumpane. Sie wollen alle Reiche auf der Welt kontrollieren. Und alles im Namen von Frieden und Ordnung. Klingt wie Ducasses letzte Worte. Siehst du? Eigentlich geht es um Macht. Darum, Menschen zu beherrschen. Unsere Freiheit zu rauben. Noch eine Botschaft von einem deiner Freunde? Hi. Ich zeig's dir. Na? Mission beendet. Wenigstens haben wir ordentlich viel mit Pfeilen rumgeballert. Ich weiß, dass dich unser Credo nicht beeindruckt. Würde dich der Anblick von Geld etwas aufgeschlossener machen? Wie immer. Dann übernimm diese Aufträge in der Karibik für uns und wir bezahlen dich. So einfach ist das. Alles klar. So, da hätten wir Assassin-Mission bei ihr. Aber jetzt sind wir erstmal am Ende der heutigen Episode von Assassin's Creed Black Flag. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Wenn ja, würde mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet und wir uns im nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir bauen einen kleinen Beutel. Ja. Dann sehen wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich alles, alles Gute und haut rein. Bye, bye.